Oh, ein Wunder. Und das ist auch ein Wunder. Nein, eigentlich nicht. Wo die ganzen Labore immer leben, weiß ich nicht. Anscheinend nicht hier. Wollen sie hier nicht leben? Da kann ich noch mal wieder so ein Fische-Dings hinbauen, vielleicht. Eventuell. So, geht nicht anders. Bisschen hier rum, darum. So, wer möchte nicht gerne hier leben am Friedhof? Jetzt neu, in der Siebtau. Also da würde ich auch gerne leben. Nein, eigentlich nicht. Ist ein bisschen gruselig. Die Rehe auf Wanderschaft, beziehungsweise auf Schwimmschaft oder keine Ahnung. Nicht immer alles fallen lassen, hier die ganze Nahrung, Leute. Ist auch noch die Lager ein bisschen voll, ich weiß es nicht. Teilweise ja, ne? Wo soll ich noch Lager hinbauen? Nein, mal, nehmen wir das mal hier. Wüsste ich das auch nicht. Ja, mach bloß erstmal den Weg. Bevor die es gar nicht machen. So. Welche Banished-Folge haben wir denn? Ich glaube, wir haben jetzt die 60. Banished-Folge. Da haben wir ja schon einiges hinter uns. Bestimmt über 20 Stunden Aufnahme alleine. Und 22 Stunden davon die Prophet-Town. 20 Folgen. Dementsprechend 38 in der Siebzaun. Das ist auch ganz nett. Ja, wie gesagt, man kann sich ja immer wieder neue Gebiete erstellen, die Bevölkerung wächst und alles, und man muss auf alles achten. Ich möchte auch, dass alles noch gut wird, und wir breiten uns ja mächtig aus. Wir haben natürlich fast alle Gebäude gezeigt. Außer vielleicht die Brauerei, aber die machen wir auch noch.
Und dann schauen wir mal, wie lange das Let's Play hier noch geht. Es gucken ja nicht so viele zu. Und irgendwann wird es ja auch ein bisschen eintönig. Aber schauen wir einfach mal. Das kann ich noch nicht so genau sagen. Was machen die Leute? Machen die wieder nichts? Wollen die nicht arbeiten? Genug zu tun, du. Ach so, die haben die Dings gemacht, ne? Die Lager, okay. Lager, Lager, Mr. Lager, Lager. Kommen auch mal einige Gräber dazu, weil auch mal einige sterben, nach wie vor. So, das haben die jetzt auch bald fertig. So, was sagt er hier? Ja, Logs nimmt er tatsächlich. Nur zum Handeln. Klamotten und so, naja, egal. Mich jetzt mal alles nicht. Ja, Holz brauchen wir halt. Was die Tiere angeht, das läuft ja einigermaßen. Und mit der Wolle und so. Man sieht ja, wird auch immer kräftig was geschlachtet. Gestorben wird weiterhin, naja. Aber wir hoffen, wir kriegen jetzt auch mal genug Nachwuchs, dass wir das auffangen können. Studenten können wir uns leider im Moment nicht leisten. Weil wir zu wenig Labore immer haben, weil zu viele Leute sterben. Okay, nimm das ja mit da mal. Da unten machen wir gleich demnächst oder wie auch immer. Ah, wer weiß, was wir hier noch alles bauen, also bauen wir hier noch ein Lager. So, sieht doch schon mal besser aus als in der letzten Aufnahme. Aber zufrieden ist man natürlich nie, oder ich generell selten eigentlich. Ja, müssen wir mal generell gucken, was auf dem Channel generell so läuft. Ich sag gleich nochmal generell nein. Forest. Muss man sich auch immer überlegen, was man so macht, aber da immer Updates kommen, ist das Projekt nicht so gefährdet, beendet zu werden. Hier sieht es natürlich schon anders aus. Kann natürlich eher mal eintönig werden. Ja, mittlerweile, nee, mittlerweile nicht, aber demnächst könnte oder wird wahrscheinlich die zweite Formel-1-Saison starten. Wahrscheinlich wird der Schwierigkeitsgrad genauso sein. Wir werden wahrscheinlich Mercedes fahren. Und ja, vielleicht kann ich das Blatt mal ein bisschen wenden und ein paar Siege mehr einfahren. Vielleicht wird es dann spannender. Vielleicht, gut, Hamilton, Rosberg gibt es dann natürlich nicht. Aber lasst euch mal überraschen, wie das alles so wird. Wir müssen es natürlich auch. Wir wissen es natürlich auch nicht. Aber wäre schon geil, wenn Prophet Kevin und der Prophet Benjamin, also ich, immer um den Sieg mitfahren würden. Wir battlen uns immer, jedes Rennen oder so. Das wäre episch.
wahrscheinlich fahren wir auch ein ganzes Rennen. Ich werde dann auch wieder Montag bis Freitag kommen und so. Aber die Folgen werden dann dadurch, dass wir vorher ein halbes Rennen hatten und danach jetzt wahrscheinlich ein ganzes Rennen fahren werden. Vielleicht wird es spannender, vielleicht wird es intensiver, wird anstrengender und die Reifenverhalten ist natürlich auch wieder ganz anders. Und das Benzin muss man natürlich gucken, wie man damit spart und umgeht und dies und das. Und dann werden die Folgen bestimmt 20 Minuten täglich. Schauen wir einfach mal. Ja, wie es mit GTA Online aussieht, weiß ich nicht. Wir wollten das ja mal aufnehmen. Aber dann waren einige Hacker da. Sind die auch blöd. Aber vielleicht spielen wir ja mittlerweile schon Ark. Also schauen wir mal. So, einen Obdachlosen hier. Eigentlich haben wir genug Häuser gebaut, dachte ich. Naja, einer. Wir kriegen auch jetzt ganz schön neue Labore auf einmal. Hallo, was ist hier los? Nachwuchs explodiert. Das kann auch wieder in eine andere Richtung gehen, denn ist wieder die Nahrung gefährdet, ne? Nein, noch nicht. So, Fisherman's Friends. So ein 4 Stück, okay. Das haben sie weggemacht. Gut. Wir sind auf einmal fleißig. Manchmal bei einer Aufnahme und dann ist alles gerade ein bisschen schwierig. Und manchmal steht man kurz vor einer Aufnahme-Session, also Ende einer Session. Und dann läuft gerade alles wieder gut. Aber naja, das kann man nicht. Das ist halt mal so. Die Welt ist auch mal so und mal so. Und die Welt ist ein Theater. Nein, weiß ich nicht. Das hat mal jemand zitiert. Es gab mal ein Lied. Könnt ihr bald da unten weitermachen. Und hier bitte noch zu Ende bauen. Wer hungert da? Derjenige, der auch kein Zuhause hat. Ja, es gibt doch genug Häuser. Aber die sterben, wa? Labore. Ja. Dass man das mal noch erleben darf. Weil so viel Nahrung, ne? Die kann sie ja nicht mal eben so nehmen. Irgendwo raus. Also, manche sind hier auch. Also. Die KI, naja. Ist jetzt auch nicht gerade die beste. Dann könnt ihr das alles wegballern hier. Ich hoffe, das kriegen die hin. So nach und nach. Und hier kommt jetzt ein Forester hin. Auch in die Nähe einen Woodcutter hinkommen. Und auch ein Hörbeles. Ist hier höher und naja,
Unten werden wir natürlich dann auch noch weitermachen. Aber so, was sagt denn der Typ hier? Ja, toll, das kann ich nun nicht gebrauchen. Also, tschüss. Ja, kommt, wenn dann auch noch einige Forster hinkommen und so. Holz brauchen wir echt mehr. Ja, Feuerholz ist auch nicht gut. Das ist auch nicht ganz gut. Und so viele Laborer, wie auch gekommen sind, so viele sind auch wieder gestorben. Was ist jetzt wieder los? An Infestation. Jetzt sogar hier bei den Tieren. Oh Gott, und wenn die das alle essen oder so, was soll man aber dagegen machen? Man kann nur hoffen, dass es wieder endet. Weil ich weiß nicht, was man dagegen machen kann und soll und muss. Hintergrund, die da angange. Sind die denn auch hier in Gange? Nee. Bitte gehen Sie dahin. Alles infiziert. Oh, sind einige Schafe gestorben dann. Mist. Zur Not können wir hier wieder splitten, wenn da alle sterben. Ich weiß es ja nicht. Ist das die Schafspest? Oh Mann. Verschwinden alle. Ja, die sterben alle. Nein. Er will auch nicht die Schafe splitten und hier wieder reinpacken, wenn die ja alle sterben. Oh, immer was Neues. Warum ist der nicht in seinem Käfig? In den Stall. Hallo. Ach, er ist ja gestorben. Toll. Das ist tatsächlich die Schafspest. Mist. Oh Mann. Jetzt ist keins mehr da, jetzt ist er aus, jetzt ist es auch weg. Hat schön alles ausgerottet. Na toll. Dann können wir mal welche splitten. Jetzt laufen die langsam nach unten hin, hoffentlich. Da wird natürlich da wieder weniger und unten und da muss ich jetzt erstmal wieder. Oh. Natürlich schlecht für Wolle, ne? Und schlecht für die Kleidungsproduktion. Und hier wollen die irgendwie nicht arbeiten, keine Ahnung. Die wollen erstmal das da fertig machen, scheinbar. Oder einen Kaffee trinken, weil keiner hier auf der Arbeit ist. Naja. Da kommen die ganzen Schafe lang. Ist natürlich ein bisschen doof, aber die vermehren sich ja auch wieder schnell, hoffe ich. Ich hoffe, hier kommt nicht schon wieder eine Pest. Eine Pest in Pestscher. Anders geschrieben natürlich. Vielleicht sollen hier wieder 8 drin sein. Na gut. Könnt ihr auch freilassen. Dann gehen wir den anderen zurück. Aber nur wenn das wieder auffangen kann. Irgendwann geht es natürlich nicht. Und es wird wieder fleißig gestorben. Das ist ja ein Hobby wieder mal. Nachwuchs wird aber fleißig gezeugt. Labore haben wir zum Glück noch einige. Hier sind die alle da.
So, ich sag mal, Kaffeepause haben die beendet, wa? Wollen sie hier arbeiten? Scheinbar nun ja. Okay. Vier Forester mache ich noch mal eben. Ob die das Restliche jetzt auch noch machen? Hm. Ansonsten sehen wir das beim nächsten Mal. Oder ich auch. Wir sehen uns natürlich dann auch beim nächsten Mal bei Banished. Es wird natürlich noch ein bisschen weitergehen. Gucken wir mal, wie lange. Schauen wir mal. Doch, der muss natürlich erstmal fleißig anpflanzen hier. Mit die Leute da. Aber die wollen hier irgendwie nicht. Muss auch erstmal den ganzen Stein holen, aber. Ah, hier liegt Eisen, na gut. Gestorben. Wieder mal. Verstehe nicht, warum so viel sterben, aber wir kriegen auch ganz guten Nachwuchs. Aber das hat natürlich auch wieder Nahrungsproblemen zur Folge. Oder es wurde einiges wieder in Trading Post gelagert. Keine Ahnung. Müssen wir abwarten. Einen Tee trinken wieder mal. Ich baue ja immer gerne alle Gebäude noch zu Ende, die ich angefangen habe in der aktuellen Session. Ob die das jetzt noch hinkriegen, weiß ich nicht genau. So, Herbal ist eingestellt. Aber das geht erst natürlich seinen Gang, wenn hier auch Bäume gepflanzt werden, wenn die gewachsen sind, wenn die abgefällt, wenn die gefällt sind. Erst dann gibt es hier auch richtige Herbs. So, wenn die das noch nicht bauen würden, dann wäre ich froh. Ja, ein Hammerschlag oder ein Siegel. Döns. Da wieder mal ein Händler. Kann man auch mal sehen, wie die so aussehen, ne? Aber bestimmt wieder etwas, was ich gar nicht brauche. So macht hin immer mit den Lachs da. Ja, wie gesagt, ich verabschiede mich schon mal so langsam. Wieder eine längere Folge vielleicht. Ein bisschen. Macht ja nichts. Kommt ja auch nur alle zwei Tage. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal bei Banished wieder und gucken mal, was wir hier machen. Und hier unten werden wir dann uns noch ein bisschen ausbreiten. Gucken wir mal, wo wir uns danach noch so ausbreiten. So, fertig. Woodcutter. Alles klar. Was sagt der Händler jetzt noch? Der hat nur blöde Samen, kann er sich verpissen. Sorry, ist aber so. 12 Labore haben wir noch übrig, die arbeiten hier noch, aber die müssen natürlich auch immer für das Eisen sorgen. Die Blacksmiths, aber naja, okay. Alles klar, dann sehen wir uns beim nächsten Mal bei Banished wieder, hier in der Zip Town. Und tschüssi, danke fürs Zuschauen, sagt euer Prophet Benjamin. Ciao.